Frankfurt, eine S-Bahn der Linie 6 ist am Mittwochmorgen im Frankfurter Stadtteil Eschersheim auf einem Viadukt stehen geblieben und konnte nicht weiterfahren. Grund: Laut Feuerwehr war ein Drehgestell sei aus den Schienen gesprungen. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Gegen 6.30 Uhr war bei der Bundespolizei der Notruf eingegangen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die S6, Richtung Friedberg, in Höhe der Maybachbrücke mit einem Drehgestell aus den Schienen gesprungen. Da die S-Bahn dort wegen einer Baustelle ohnehin nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren kann, kam sie sofort zum Stehen. Die Feuerwehr musste 10 Fahrgäste mit einer Drehleiter aus der S-Bahn von der Brücke runterholen. Alle blieben unverletzt. Regional-, Nah- und S-Bahn-Verkehr waren wegen des Vorfalls gestört. Unfallursache und Schadenshöhe sind noch unklar.